Ist klar. Jetzt macht er auch noch Quick Saves. Einfach alleine. Ist klar. Ey, willst du mich verarschen, ne? Der verarscht mich. Der hat den Autosave geladen. Ist er bescheuert, ey. Ich klicke auf Quick Save laden, was lädt er den Autosave? Da kann er ja direkt die Mission neu starten, ey. Alter. Was ist denn das für ein Scheiß? Verpackter Mist. Samara möchte Sie kurz sprechen, Commander. Auf einmal. Ist klar. Was soll denn das? Sind die Nachrichten jetzt? Ich habe auf ungelesene Nachrichten geklickt. Alter. Das Spiel verarscht mich gerade aber sowas von. So, Tali. Tali? Nein. Tali rekrutieren. Ist das richtig? Nein, Außenzone. Ja, das dürfte richtig sein. Geht haben normaler Gef. Das sind Gef, nicht geht. Die sagen immer geht. Warum sagen die im zweiten Teil immer geht? Im ersten Teil war es noch Gef. Naja, gut. Nimm. Danke. Und sie nehme ich auch mal mit. Weil irgendwie finde ich sie irgendwie cool. Ja, ich finde sie voll cool. So, Brandmunition 4. Yay. Okay, dann habe ich noch einen Punkt, der mir nichts bringt, weil ich mit einem Punkt nichts machen kann. Nein. Warum hat Grant keinen Punkt gekriegt? Ich hatte vorher auch nicht so viele Punkte. Müssen alle was gekriegt haben. Was soll denn das? Ja. Irgendein Bug wahrscheinlich. Was auch sonst. Was zum Teufel? Eia. Shepard, unsere Daten besagen, dass sich Tali irgendwo in diesen Ruinen aufhält. Die Geth-Aktivität ist hoch und es besteht Gefahr durch die Umwelt. Jetzt sagen die sie Geth. Die Strahlung hat die schützende Magnetosphäre von Haystrom enorm geschwächt. Direktes Sonnenlicht wird ihre Schilde beschädigen. Oder war es in Teil 1? Geht. Und nicht Geth. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist es irgendwie komisch. Was zum... Meine Schilde überhitzen. Also kämpfen wir uns aus dem Schatten heraus, aber ohne uns zu verstecken. Oh Mann, deshalb ist das Viech kaputt gegangen. Das ist einfach zu heiß hier. Hallo Samara, würdest du vielleicht hier hinkommen? Damit vielleicht schaffst du es auch dann ohne zu sterben. Da können wir nicht rein. Versiegelt, Autorisierung Cal Rieger. Okay. Oh. Tali. Tali, ja. Wir sind auch auf der Suche nach Tali. So. Ja, jetzt zieht Shepard seine Waffe. Oh, aus Grund. Ziemlich groß. Ja, ziemlich groß. Noch einer. Okay. Aber G sind synthetisch. Das ist die Kombination. Bringt's noch weniger. Nee, dann doch nochmal. Infermo. Nichts schöner. Nimm das. So. Eigentlich hat eine Munition ja wenig mit den Fähigkeiten zu tun. Aber egal. Ich meine, Munition kann man auch einfach durch Upgrades verbessern. So geht er schneller putt, als wenn ich die Disruptor-Munition verwenden würde. Wenn ich die Disruptor-Munition auf 4 hätte, dann wäre es wahrscheinlich besser. Außerhalb der Sonneneinstrahlung würde die Sache erleichtern.
Ja, das ist wirklich eine gute Idee. Wenn die geht davon eigentlich auch. Ja. Das ist wenn. Wenn die geht davon auch affektiert. Tot. Hallo Samara, willst du mal aufhören, da reinzugehen? Nicht wahr, ist unten. Warum geht Samara ständig in die Sonne? Sie ist ein Vampir. Er gab sie nur. Einer ist da. Ich bin der Sinnesergebung. Lade ich wieder auf. Alter. Sieht er das? Mit einem Schuss? Heftig. Ja, Samara ist tot, weil sie in der Sonne war. Kein Kommentar. Ach du Scheiße. Blend. Nein. So. Nix schön überladen. Au. Damit aufhören. Danke. Ich habe zu früh Danke gesagt. Aber egal. Kann ich schnell speichern. Was ist das da vorne? Raffiniertes Iridium. Raffiniert. Muss ich dann mal wieder beleben oder steht sie von alleine? Was zum Teufel? Geht Verfügbarkeiten. Blut. Weiß ist auch unlogisch. Speichel haben die auch nicht oder so. Auf was schießen? Auf Kelriga. Was? Cool. Ja! Neue Waffe. Hier ist Commander Shepard von der Normandy. Ich bin an vielen toten Quarianern vorbeigekommen. Sie sind die ersten Überlebenden. Verdammt. Moment mal. Shepard, als Spectre, mit dem Tali gearbeitet hat. Ich weiß zwar nicht, warum Sie hier sind, aber im Moment ist jedes organische Lebewesen ein willkommener Anblick. Stellen Sie Ihr Gerät auf Kanal 617 Theta ein. Wir waren in geheimer Mission unterwegs. Sehr riskant. Wir haben zwar gefunden, was wir gesucht haben, wurden aber von den Geth entdeckt. Sie haben uns in die Enge getrieben. Wir können nicht zu unserem Schiff und wegen der Sonarstrahlung auch keine Daten übermitteln. Jetzige Position? Sind auf der anderen Seite des Tals im Basislager. Warte Tali in ein Versteck. Bin dann zurück und halte das Nadelöhr zu ihr. Tali sicher wegzubringen ist unsere wichtigste Aufgabe. Wenn sie sie rausholen, halten wir den Feind von ihnen fern. Sie wollen sterben für ein paar Forschungsergebnisse? Negativ. Werfe mein Leben für die Migrantenflotte weg. Ein gewaltiger Unterschied. Ich bin kein Tech-Experte, sondern ein Marine. Wenn man mir sagt, ich soll schießen, dann schieße ich. Mein Befehl ist, Tali und die Daten zu schützen. Wenn sie sich rauskriegen, ist der Auftrag erfüllt. Position halten, wir fallen dem Feind in den Rücken. Moment, passen Sie auf Ihren Arsch auf. Da ist ein Landungsschiff im Anflug. Oh. Oh, das ist ja größer, als ich gedacht habe. Autsch. Das war nicht fair. Sind wir zu blöd, um einfach darüber zu klettern? Ja. Shepard, ich habe das Gebiet gescannt und die Sprengladungen geortet, die der quarianische Commander erwähnt hat. Legen Sie es auf mein Radar. Ist erledigt. Sie brauchen beide Ansammlungen von Ladungen, um den Schutt zu entfernen. Ja, jetzt muss ich 1000 Ladungen haben. Was soll das? Wo bringt mich der hin? Klar, ich habe das Iridium durch... Feindbeschuss! ...da durchgenommen. Ist klar. Absolut so. Ja, da kannst du mit deinem Tech prahlen, so viele willst. Hilft dir jetzt nicht viel. Sie sind alle beseitigt. Was? Was?
Warum tun die Geld sowas? Tallys Tagebuch. Wir brauchen eine Probe des Kerns, um den zeitlichen Ablauf der Strahlungszunahme zu rekonstruieren. Aber unsere Ausrüstung lässt uns ständig... Hey, das ist so ein Fahrzeug. Haha, genau. Daran erinnere ich mich noch ganz genau, weil ich das 10.000 Mal gemacht habe. So oft habe ich das Spiel neu gespielt. Da muss man nur was hacken. Oder so war das. Dann sind wir nicht mehr da.